The Dead Reckoning. Coole Felsen, neue Helden. Muerta. Carrie, Fernkampf, Nuka und Disabler. Also die ersten drei hätte ich erraten können. Disabler ist interessant, aber sie hat ja auch diesen vier. With her fearsome trickshots, summoned spirits. Oh, sie beschwört tatsächlich Geister. Ahnengeister. And a sidearm to spare. Muertas knack for taking lives was so impressive, Death himself put her on the payroll. A twin-pistoled engine of dead-eyed vengeance. Muerta shepherds wayward souls to the other side, whether they want to get there or not. And if they need more convincing, she's ready to reveal her true form as a murderous spectral nightmare, if it helps them die a little faster. Klingt schon mal sehr cool. Geil, wir haben wieder einen Carrie, ey. Sieht man schon das Attribut? Nee, ne? Heldenseite anzeigen, Trailer abspielen. Den Trailer kennen wir schon, ne? Aber ich spiele noch einmal ab. Weil der gut ist. I have suffered the atrocities of the living and followed the trails of the damned on both sides of the spirit veil. They whisper my name and fear me far more than death. Schon geil. Schon geil. Das ist der Trailer. Aber ich will natürlich jetzt alles wissen. Hier die Heldenseite. Die gucken wir uns jetzt an. Intelligenz. Sie ist ein Intelt, Leute. Blasts fearsome trickshots and unleashes ethereal ruin. Da merkt man auch schon, dass es durch E-Form geht, ne? Fernkampf. Eine Komplexität nur. Nicht, ich habe mit zwei gerechnet. Hier sind ihre Fähigkeiten. Hier ist der Talentbaum. Oh, ich bin aufgeregt. Aha. Aha. Erstmal ein bisschen die Stats. Okay. Movement Speed. Das sieht alles Standard aus. 2,7 Armor. Angriff sieht auch so mittel aus für einen Attack, für einen Range-Schaden, ist aber nicht schlecht. Reichweite 575. Ist auch ungefähr normal. 600 ist, glaube ich, so Dead-Standard. Und jetzt die Fähigkeiten. Warte mal, kann man das unten besser sehen? Ja, kann man besser sehen. Deadshot. Ghostly Trickshot at an enemy, unit or tree. When the bullet strikes, it damages and briefly slows, then ricochets in the targeted direction. Oh, ist ein bisschen anders, als ich es mir vorgestellt habe von der Beschreibung. Aber es ist, glaube ich, der Spell, den wir schon kannten. Guck mal, ihr seht es ja in dem Video. Sie kann die so abprallen lassen, voll krass. Und genau, dann stoppt es und viert. Das ist ein interessanter Spell. Easy, dein Held, okay. Wer sieht sich hier schon mit dem Helden, Leute? Wer fühlt den? Also das ist natürlich heftig mit diesem Bouncing gegen Trees, weil das fliegt auch sehr schnell und hat sehr viel Reichweite. Du kannst es auch gegen Helden schießen, dann nehmen die halt Schaden. Das ist halt Vector-Targeting, oder? Nee, warte mal. Doch ist es, ja, genau. Du nimmst ein Ziel und wählst, wo es dann abprallt. Und beim Abprallen, das Abprallen ist ganz wichtig. Also du musst nicht hinter jemanden blinken oder so, sondern du kannst es halt per Vector-Targeting selber wählen, wie das Projektil fliegt. Das hat schon eine gewisse Skill-Lastigkeit, finde ich. Das gut zu verwenden. Du willst halt meistens keinen Tree treffen, wenn da mehrere Helden stehen, sondern einen Helden. Und mit dem Helden einen anderen Helden. Und der andere Held wird dann noch gefeiert. Du musst dir schon überlegen, wie du es machst. Aber es ist geil. Es ist eigentlich ein geiler Spell, finde ich. Ja. Das haben wir ihn oft angeguckt. Ich denke, ihr habt die Grundmechanik verstanden. Ne? Die Werte hier, die könntet ihr nachlesen. Und das wird sich dann in-game auch auf eine gewisse Art und Weise einfach anfühlen. Es dringt keine Zauberimmunität. Das ist wichtig und kann auch entzaubert werden. Damit ist der Slow und der 4, denke ich, gemeint. Wisp Counter. Ein bisschen schon, ne? Stimmt. Coole Fähigkeit, ja. Billiard Skills sind im Vorteil. Auf jeden Fall. Ey, wir haben es geschafft, Mann. Der Patch ist da. Ich bin wirklich froh. Oh, Hype. Was ist das denn? The Calling. Summons a group of 4 Revenants. 4.0. Revenants. Also, das sind diese Geister. Wie ich mir schon dachte, man kann die nicht töten oder so. Das wäre auch komisch. That slowly circle the targeted location. Enemies within the area are slowed and have reduced attack speed. Revenants deal damage and silence enemies as they pass through them. Ja, okay. Okay. Das werden auch nicht mehr, ne? Ne, der Schaden erhöht sich. Der Attack Slow erhöht sich, den es appliziert. Und der Silence ist länger. Das sieht sehr stark aus. Weil das ist ja fast instant. Ja, es ist instant. Es hat nur nicht so viel Reichweite.
Ich meine, du musst es halt so setzen, dass so ein Revenant direkt trifft, um zu silenzen. Aber das kannst du. Das hat direkt in dem Target-Ding, hast du direkt die vier Punkte gesehen, ähnlich wie bei Bramble Maze von Willow. Und hast du einen jemanden direkt gesilenced. Gut, dann steht er aber dafür am Rand, ne? Ich finde die nicht so easy, aber okay. Mal abwarten, wie sie sich spielt. Ist schon interessanter, ist ein interessanter Spell. Dadurch, dass sie sich dann durchaus frei noch bewegen kann. Wäre das Channeling, wie bei Warlock zum Beispiel, wäre es natürlich super kacke für sie. Aber sie kann das einfach setzen. Ich finde, es sieht gut aus. Mhm. Das zusammen mit dem Q vielleicht auch schon genug Wave Clear. 4 GB Patch, ja, wissen wir, Famous. Wir gucken ihn schon an gerade. Wir gucken gerade Muerta dann an. Muerta ist mir eigentlich egal. Ich habe meinen ersten Live-Patch erlebt. Geil. stimmt, man muss schnell entscheiden, wie man es macht mit der Q. Jetzt der dritte Spell. Gunslinger. Ist eine Passive. Ich habe noch gemeint, Passives sind dead in Dota. Deshalb ist sie auch leicht. Sie hat nur noch eine Passive dazu. Finde ich aber angenehm, dass sie mal wieder so einen Helden rausbringen, der nicht sehr, sehr skilllastig ist. Okay, die letzten waren alle nicht so skilllastig, aber halt so Hoodwink-mäßig eher. Gunslinger. Muertas Attacks have a chance to fire a second shot at another target. Prioritizing Heroes. Aha. Aha. Das haben wir gesehen bei der Ulti, glaube ich. Als Passive hat sie, das ist eine sehr interessante Passive für einen Carry, der ja eigentlich sehr viel Damage auf ein Ziel machen will. Aber sowas ist nicht schlecht, weil das ist Target. Das ist so ein bisschen wie die, wie das Draw-Ugger nimmst. Das heißt, also ist nicht schlecht, weil es nicht nur Helden, du kannst damit auch schneller farmen. Ne, das meinte ich. Kannst schneller farmen und in Teamfights ist es definitiv praktisch. Vor allem ist es einfach ein Angriff, ne? Das ist dann auch mit Crit und so sollte das funktionieren. Natürlich durchdringt es Zauberimmunität. Und die Chance beträgt auf Level 4 50%. Jeder zweite Angriff ist ein Cleave. Also nicht ein Cleave, aber trifft noch ein Ziel. 575 Range, das wird sich wie 600 anfühlen, ist auch solide. Ja, ich finde auch, die klingt bisher sehr stark, Kim. Aber sie hat eine Sache bisher nicht sehr auffällig. Wisst ihr was? Kleines Quiz. Was fehlt ihr extrem und wird durch die Ulti wahrscheinlich auch nicht kommen? Das könnte sie balancieren. Weiß man nicht, ne? Kann auch sein, dass sie voll broken noch ist. Wird ja eh dann balanciert danach. Richtig, Kranor. Im Endeffekt richtig. Jump. Waveclick geht, Squawks. Es ist Escape. Ihr fehlt Escape. Movement würde ich auch gelten lassen. Und das ist schon sehr auffällig. Im aktuellen Meta, wo fast jeder einen Jump hat, jeder ist extrem mobil. Das ist so ähnlich wie bei einer Draw mit ihr. Aber sie hat nicht mal Gast. Sie hat eigentlich als defensive Mechanik nur das hier oder einen gut platzierten 4. Aber da brauchst, den musst du halt irgendwie dann gegen einen Baum setzen. Also ist nicht so easy. Das ist nicht viel. Also sie ist gerade für mich ein Held, der BKB haben muss und auch Pyke. Für mich ist sie ein absoluter Pyke-Held und ein BKB-Held. Also ganz klassisch, nur halt jetzt mit Int eher anstatt mit Agi. Sowas wie eine Duo ungefähr. Und ja, das könnte sein, Squawks, aber ich denke nicht, dass die Ulti ihr Movement gibt. Die Ulti wird ihr jetzt wahrscheinlich noch einen Twist geben, der sie entfernt von diesen Carries. Deshalb habe ich das bewusst jetzt angesprochen. Denn die schauen wir uns als nächstes an. Richtig, Mank, denke ich auch. Mit der Pyke. Genau, jetzt gucken wir die Ulti an und schauen, inwiefern sich diese Basic noch diese Basis noch ändert. Ich denke ja, Lila Lustig, so verstehe ich es zumindest. Wir lesen gleich noch die Talente. Vielleicht steht da dazu was, falls es nicht geht davor. Pierce the Veil. Muerta transforms, becoming immune to physical damage. Also sie selber geht in E-Form. Das ist schon mal geil. Vor allem, das ist keine Form, wo sie Amplified Magic Damage nimmt. Sie ist einfach nur immun gegen Auto-Attacks. Das klingt richtig stark auf so einem Hard Carry, auch gerade in Duellen gegen andere Hard Carries. Na? Nicht schlecht. So. Allein die Fähigkeit ist schon gut. All of her attack damage is dealt as magical damage. Jetzt kommt es. Da weiß ich nicht, wie man es itemizen soll. Weil der Magic Damage. Na gut, das ist ja trotzdem mehr Attack Damage. Der skaliert ja trotzdem damit. Das würde dann halt noch mit einem Kaya und so mehr Amp bekommen. Aber es klappt auch mit klassischen Attack Damage gegen den Items. Und sie muss ja Int-Attribut skillen. Sie kauft ja kein Butterfly. Darf man nicht vergessen. Also sie kann sehr gut Int-Damage-Items kaufen dann. Weil in ihrer Ulti-Form profitiert sie nochmal davon, wenn sie Magic Amp hat. Becoming immune to physical damage. All of her attacks deal damage, magical damage. Muerta gains bonus attack damage and phased movement. Das klingt richtig stark. Also Phase Boots noch praktisch dazu. Und bonus attack damage von 50, 75, 100. Was? Okay. Muerta can attack ethereal units. Das ist auch wirklich stark. But deals no damage to magic immune targets. Das ist natürlich ein ganz krasses Ding, weil da ist BKB der Übercounter plötzlich gegen sie. Was ist das für eine krasse Sache? Damit wird sie zu jemandem, der plötzlich keinem, der BKB anmacht, irgendwie noch Schaden macht. Oder einem Lifestealer oder so, der Rage aktiviert. Lifestealer mit Nullifier? Klappt Nullifier dagegen?
Klappt ein Nullifier dagegen? Ich weiß es nicht. Das ist ja crazy. Also diese letzte, eigentlich klang das alles komplett broken. Und dann dieses Deals no damage to magic immune targets. Basic Dispel. Aber kann nicht entzaubert werden, also sollte nicht gehen mit Nullifier. Kann nicht entzaubert werden, ja, genau, Krano. Hält auch nicht so lang, bis zu 8 Sekunden, aber es ist lang genug. 0,3 ist nicht so viel Duration für die Transformation, ist auch gut. Der Cooldown ist nicht so hoch, am Ende 45 Sekunden, kann sie in jedem Kampf machen. Ganz schwer einzuschätzen. Könnte komplett broken sein, aber vielleicht ist dieses Magic Immune Ding ein riesen Ding. Also ich glaube, das könnte ganz, ganz doof für sie sein. Es ist meine Katze. Also ich bin hier beim Freund, das sind meine alten Katzen, die wohnen nicht mehr bei mir. Ist nicht reingeschnitten. Hier der Kleine. Ja, das finde ich auch schade, dass BKB jetzt dadurch sehr gebufft wird. Mhm. Genau, danke für die Erklärung im Chat. Von Vitaminpaste geträumt. Ich bin irritiert gerade. Ich denke, Monk hat recht. Ich würde auch sagen, im Early- und Midgame ist die potenziell broken, die Ulti, komplett. Das Ding, weißt du, was das Problem bei der Ulti ist? Sie ist in spezifischen Situationen extrem stark und in sehr spezifischen Situationen extrem schwach. Und das ist meistens was, was nicht gut balanced ist. In der Regel ist sowas dann sehr schwer zu balancieren. Bin mal sehr gespannt, wie das Ingame aussieht, weil die wird alles zerfetzen, was keine Spell Immunity hat. Aber sie wird so hart von Spell Immunity gecountert, dass es halt sein kann, ja, andererseits, Lifestealer kann sie nicht angreifen, zum Beispiel, wenn er rangeht, und andere BKB Physical Cores. Das wäre dann eher sowas wie ein BKB Storm Spirit oder so, der ihr gefährlich wird, oder irgendwelche BKB Magic Damage Dealer halt. Es ist schwierig, ist schwierig. Ich glaube, sie ist, ehrlich gesagt, ich glaube, trotz dieser Magic Immune Target Sache ist sie sehr, 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 sehr stark. Nur eine Sache hätte ich jetzt gesagt, und zwar, sie hat Movement Probleme und darüber wird es balanciert, aber sie hat immerhin Face Movement, auch in der Ulti. Kein Bonus Speed, aber sie hat Face Movement. Sonst hätte sie wahrscheinlich auch Face Boots kaufen müssen, macht sie jetzt eh nicht mehr. Dann kann sie sogar Travels gehen oder auch halt einfach Power Treads. Sie kann eine Pike kaufen für Mobility, vielleicht sogar einen Dagger. Einfach reinspringen. Sie kriegt halt echt, ja, extrem viel Damage. Hat die ganze Zeit Doppelhits damit. Ja, puh. Ein bisschen Attack Speed. Also die lebt total von Attack Speed auf jeden Fall. Auch. Ja, BKB Lash stelle ich mir sehr stark gegen sie vor. Hast du recht. Ich denke, BKB Lash wäre ein guter Counter. Von dem, was wir bisher gesehen haben. Wahnsinn. Spannender Held. Also die Ulti ist interessant. Ja, BKB wird sie sowieso kaufen, Kranor. Und Helbert ist auch was. Das geht 8 Sekunden lang. Situativ. Sie hat ja Fierce und so. Sie hat Silence. Sie kann auch ein bisschen Quad Control selber reinbringen. Sie hat ein Team hinter sich. Ich denke auch, dass Helbert prinzipiell sehr gut auf ihr ist. Ja. Oracle klingt auch gut dagegen. Ja, stimmt. Ein dicker Lash und sie ist weg. Könntet ihr recht haben. Also, das ist halt sehr extrem. Das ist einfach eine extreme Fähigkeit. Das ist extrem. Sehr extrem. Und das alles ist auch extrem. Also, das wird spannend in-game. Ich glaube auch, dass sie im Endeffekt am Anfang einfach broken ist. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, weil es einfach oft so ist bei neuen Helden. Aber das wird ja dann getweakt. Es wird ja dann getweakt. Ich glaube, der Held macht richtig Spaß. Das möchte ich mal ehrlich sagen. Ich glaube, das ist vielleicht nicht das komplexeste Heldendesign. Aber es ist auch nicht total unkomplex. Ich bin nicht sicher, was sie damit meinen hier mit Komplexität 1. Nur, ihr seht meine Maus nicht, ich ändere das mal schnell. Weil Komplexität 1, ja, okay, also sie ist kein super komplexer Held, da gibt es Schwereres, aber vielleicht, weil man sie auch schon gut spielen kann, ohne ihr gesamtes Potenzial auszunutzen. Ich denke, sie hat da schon einiges zu bieten. Ich glaube, die kann man lange spielen und auch noch lange besser mit ihr werden. Und ich denke, jetzt ist der Mauszeiger zurück, dass Farouk ein toller Typ ist, weil er mir gefollowt ist. Danke. So, geht das jetzt nicht mehr? Habe ich es jetzt zerbrochen? Ach, das ist doch nicht dein Ernst, du scheiß Software. Nur weil ich den Mauszeiger hier... Das ist ja unfassbar. So. Ja. Alles andere mit dem Broken Ding, das könnte sein. Vielleicht ist sie zu stark. Wahrscheinlich ist sie das. Vielleicht ist sie zu schwach. Yo. Danke, Emanuel, fürs Prime-Abo. So nice von dir. Trinken. Aber das wird eh balanced. In den nächsten 2-3 Wochen wird die getweakt und ein bisschen hin und her geschoben wahrscheinlich.
Das, was wir konstant erleben werden mit Murrieta, ist meiner Meinung nach ein Carry, ein Int-Range-Carry, was es auch einfach so noch nicht so cool, nicht so gab. Und was es damit sehr einzigartig macht, nur OD fällt mir da ein und der ist schon nochmal sehr anders, der viel Spaß macht, der, glaube ich, wirklich viel Spaß macht und der sich leider aktuell noch gegen bestimmte Lineups viel stärker anfühlen wird als gegen andere. Also so, dass sich Gegner unfair behandelt fühlen oder sich vielleicht mal komplett gekontert wird. So mein erster Eindruck. Mhm. Genau, sie hat Int. Also die Spells sind teuer. Das stimmt schon. Gerade die Ulti auf Level 3 kostet 350. Das ist sehr, sehr, sehr viel. Das kostet auch viel. 160 und das 225 am Ende. Sie hat aber eine Passive, also nur drei Actives, die Mana brauchen. Ich glaube auch, das ist ziemlich viel. Ihr Int-Gain ist hoch, 3,3. Sie hat guten Agi-Gain, das gibt ihr Attack-Speed. Und sie ist recht squishy. Muss man einfach in-game sehen. Wird spannend. Für mich sieht sie gerade echt noch sehr konterbar aus, aber wer weiß, wie broken das alles in-game ist. Jo, mein Kleiner. Finde den Helden echt super. Hat Vor- und Nachteile, ein spannendes Kit und ich sehe viele Bildmöglichkeiten. Geht mir ähnlich. Ich würde mit deiner Heldeneinschätzung hier komplett mitgehen, Mank. Erster Blick ist vielversprechend. Sie wirkt für mich durchdachter und besser designt als Hoodwink. Der Patch sieht liebevoller gestaltet aus und jetzt gehen wir in die restlichen Änderungen. Damit ist Murrieta durch. Ich habe auch vergessen, die große Patchester-Ankündigung zu machen. Patchester! Aufwachen! Entschuldigung. Und das ist noch nicht, dass ich muss wieder hierauf. Vergessen, das im neuen Tab zu machen. So, dann gucken wir mal. Oh ja, guck mal, sogar hier schön mit solchen Balken. Ich muss, glaube ich, die Bildschirmanzeige etwas ändern, damit ihr auch alles seht. Ich hoffe, gerade habt ihr alles gesehen, Leute. Aber ich glaube schon, oder? Oh Gott, habt ihr alles gesehen? Ich habe nicht dran gedacht, dass es so ein bisschen abgeschnitten war auf der einen Seite. Oh, scheiße. Ich hoffe, ich habe euch nicht viel vorenthalten. Okay. Dieser Track kommt jedes Mal, wenn ich die Playlist laufen lasse. Jedes Mal. Ich muss den mal rausnehmen. Großer Gameplay-Patch soll am Ende April kommen. Wurde gerade getwittert. Von Vikram oder von wem? Von Dota 2? Ich check das mal aus. Danke für die Info. Jo, Velax schon wieder. Danke, ey. Hype, Mann. Hype Train. Hype, Hype. Ist halt echt so. Danke, Velax. ja, eh. Voll geil von Team Secret. Oh Gott. Gucken wir mal bei ihm erst. Hier, Major Gameplay Update Dota 733 will be released in late April. Also in einem Monat. In anderthalb Monaten. Ehrlich gesagt, und noch ein bisschen länger. Ups, hier, warte. Ich klicke nochmal auf die News von Dota selber. Da steht's nochmal. Nee, das ist irgendwas ganz Komisches. Egal, es war wieder hier dieses Teil. Aber das haben wir schon geöffnet. Noch einmal die Frage, habt ihr gerade, als wir einen Held angeguckt haben, alles gesehen auf dem Bildschirm? Oder war ein großer Störnerteil abgebrochen? Ja, und nicht angezeigt. Das wäre nämlich sehr, sehr bitter. Cool, Kim, cool. Also bald ein großer Patch. Guten Abend, dir Dönertier. Herzlich willkommen. Man konnte alles sehen. Danke, Brummelmeister. Habe ich Glück gehabt. Ich weiß es nicht, Velox, aber es freut mich, dass noch ein großer Patch danach kommt. Das finde ich sehr, sehr nice. Erster Held, ein bisschen Balance-Änderung und dann ein richtig großer Patch 7.33 in anderthalb Monaten. Es ist schön, dass wir Bescheid wissen und dass noch mehr geplant ist. So viel schon mal an News. Hier seht ihr nochmal in ganz groß die Fähigkeiten. Das war ja dieser Deadshot, ne? Bing, bing. Oh ja, und den Rest kann ich ja auch nochmal kurz. Das war dieses Feld. Zack, zack, zack. Mit dem Silence, wenn die Geister eintreffen, bei einem Helden hier. Ist halt wichtig, der Silence. Die Passive mit dem Spitshot und ihre so krasse Ulti, die den ganzen Helden nochmal komplett neu definiert tatsächlich. Dead Reckoning Minigame. What? The Quick and the Dead. Murrieta needs help getting the right warm bodies in the right fresh graves. And that's where you come in. You'll get an assigned target before every Dota game during the Dead Reckoning event. Score points for kills and assists. But watch out, your opponents out for your blood too. Out for your blood too, soll da wahrscheinlich stehen. And whoever scores more gets twice the reward. Also, ihr kriegt ähnlich wie dieses WK-Arcana Kopfgeld für gewisse Helden und die jagen euch vielleicht auch.
Also ein kleines, simples, vielleicht ziemlich spaßiges Minigame. Und dafür gibt's Keys, Treasures und Flowers. Get Kills and Assists. Ah, dafür kriegt ihr Flowers. Against your assigned target to score points. Das ist die Währung. And earn Muertas Flowers. Score more points than your target to increase your haul. Also ihr könnt Flowers kriegen in-game. Jetzt wird's deutsch. Tauschen Sie Ihre Blumen gegen Truhen zur Rache der Toten. Prall gefüllt mit neuen Gegenstandssets und Gegenständen im Stile des Events. Nice. Kaufen Sie einen Schlüssel zur Rache der Toten, um die Truhen zu öffnen und den Schatz im Inneren zu enthüllen. Schlüssel können für 20.000 Splitter im Splittershop erworben werden. Dota plus Shards. Ziemlich fair, dass man sie nicht nur für Geld kaufen muss. Ihr kriegt die Treasures durch Spielen und ihr kriegt dann die Keys durch Dota plus oder durch Geld. Also ihr macht natürlich eine Mechanik, um auch ein bisschen was dabei zu verdienen. Klar. Tibbe, echt schwach. Mörder ist cool, aber das Separieren, was? Ach so, ja, ist so, Kim. Ich freue mich einfach, dass es da ist, weil ich mich darauf eingestellt habe, dass es jetzt beim E-Patch bleibt. Dass wir zumindest wissen, dass da was passiert in immerhin nur anderthalb Monaten. Ich nehme schon, was ich kriegen kann, verstehst du? Ich auch, jetzt Koro. Mir macht Spaß, das anzugucken. Ich hoffe, euch auch. Übrigens sehr geil, dass noch so viele da sind zu so später Stunde. Gleich geht's auch weiter. Muss kurz eine Kleinigkeit machen und dann gucken wir uns den Rest des Patches an. Zack, zack, zack. Ah, geil, ey. Ich bin auch schon richtig aufgeregt. Ich habe so lange keinen Patch mehr geguckt. Ich bin schon ganz, ganz durstig nach sowas. Okay, so, jetzt einmal zurücklehnen. Ja, und was passiert? Was haben wir jetzt für neues Dota für anderthalb Monate bis zum nächsten großen Patch? Truhe zur Rache der Toten. Die können wir uns jetzt angucken. Da sind halt so Sets drin, ne? Irgend so ein Ball, keine Ahnung, was der macht. Oh nein, ein Lina-Set. Hilfe. Ist aber ein cooles Set mit der Maske. Ich finde vor allem die Maske cool. Death Adder ist wie die Maus von Razer. Sieht okay aus. Very cute. Ich gehe da jetzt nur schnell durch, dass ihr es einmal seht. Mich interessiert es nicht so. Den finde ich geil. Den finde ich richtig geil. Den Sniper. Mit den Kerzen auf der Schulter und auf der Waffe. Der Mund. Der Hut. Den finde ich richtig cool. Ah, das ist ein Wisp, der Ball. Krass. Aha, irgendwie so eine Wing Chun Drachen Viper. Ja, du hast recht, das ist Wisp. Dann ist der schon sehr cool gemacht, der Wisp. Finde ich irgendwie, sieht aus wie Azteken-Wisp. Okay. Und okay. Ein Vogelkostüm. Hintergrundbilder gibt es auch noch da drin. Die finde ich auch ganz schick. Ich mag das ganze Design um diesen Patch, muss ich ehrlich mal sagen. Und ich finde es toll, dass sie zumindest dahingehend mal wieder einen Treffer gelandet haben für mich. Ist auch schon länger her. New Features. Advanced Battle Stats. Jetzt kommen die Dota Plus Sachen, die ich erwartet habe. Mhm. Elevate and evaluate your game with advanced battle stats directly in your profile. Okay. Dota Plus members now have access to completely revamped real-time gameplay analytics. Real-time gameplay analytics. Dig deeper into your playstyle by sorting your complete Dota history. Ach sowas. Also wie ein sehr geiles Dota Buff. Sie haben ja auch neulich Sachen gemacht, die mehr oder weniger Overwolf und anderes geschwächt haben. Focusing on last hitting, your creep stats group has you covered. Improving your support skills, support stats are now more revealing than a sent reward. Ist es mehr play to win, weil es so real-time-mäßig ist? Pay to win? Ich glaube nicht. Es wirkt für mich nicht wie pay to win, sondern eher wie ein stärkeres Analyse-Tool zum Improvisieren. Hm. Customizable quick casting. Also ich würde mir sowas nicht angucken, weil mir ist egal. Finer control at your fingertips. What? Quickcast Users, das ist nur Dota Plus? Ist doch schade, dass es in Dota Plus ist, oder? Ist es nicht. Ist es nicht. Nur das hier ist Dota Plus. Das ist nicht Dota Plus, das ist einfach so. Finde ich gut. Quickcast Users can now individually assign which unit-specific abilities and items are triggered using key press or release. Das finde ich sau nice. Ich benutze das nicht. Viel. Eigentlich gar nicht. Aber ich finde das voll gut, dass sie das machen. Den Unterschied zwischen drücken und abheben. Check it out by selecting unit-specific hotkeys. Okay. Ich glaube, das könnte einige sehr freuen. Jetzt einfach nur sie neu, nichts anderes am Gameplay geändert. Könnte sein, Velox, keine Ahnung. Aber es gibt ja jetzt schon einiges und mal gucken, wie es noch weitergeht. Der Balken ist sehr, sehr klein. Also wir haben noch einiges zu sehen. Es geht noch weit runter. Mhm. Ja, ne, habe ich mir gedacht, dass einigen das gefällt. In Farbe und Bunt. Benji. Give your best Dota friends the treatment they deserve. Add to favorites. Oha. With your favorite feature, you can now tag the people you play with the most to keep them at the top of your friends list. Sort your friends in order of favorites playing Dota online and offline. Also, wer macht mich in die Favoriten? Wer macht mich jetzt in die Favoriten? Und wer nicht? Ha?
Jetzt trennt sich die Spreu vom Weizen. Or use the newly added friend search feature to find exactly who you're looking for. Das könnte sehr praktisch werden. Okay, angenehme kleine Komfortsachen. Und da ist es. Da ist unser Update. Gameplay, Update. Turbo-Mode-Changes. Verzeiht mir, die überspringe ich, weil mich interessiert Turbo nicht. Ich gebe euch jetzt einmal kurz Zeit, das zu lesen. Und fürs VOD, falls ich das nicht nochmal gesondert mache als Video, dann könnt ihr es anhalten und angucken. Ich weiß, Corona, nur Spaß. Ja, ich habe alle mal rausgeworfen, Backstein. Fast alle. Ja, auf jeden Fall kommt was auf YouTube sei. Schlaf gut. Sorry, oh Gott, ich hätte es nicht sagen sollen. Oh, war ja. Turbo-Mode-Changes habt ihr jetzt bestimmt alle gelesen. Allgemeines. Reinforced Units now take 10% less damage from player-controlled creeps. Was sind Reinforced Units? Affects all summons, like Treants, Eidolons, etc. As well as dominated creeps, but not creep heroes like Spirit Bear nor Illusions. Sie buffen erstmal hiermit. Ah ne, Reinforced Units doch. Take 10% less damage from player-controlled creeps. Sie nerfen auf jeden Fall diese ganzen Summons, die ja so stark waren. Aber was sind Reinforced Units? Cutters, Towers. Und wahrscheinlich auch alle anderen Gebäude. Okay, also Katapulte und alle Gebäude. Übersetzt bedeutet es, Summons pushen langsamer. Was wichtig war. Es sind nur 10%, aber es ist wichtig. Es war zu stark. Also ein ganz solider, zu erwartender Nerf in diese Richtung, den es gebraucht hat. Ranged Creeps are now level 5. Prevents Enigma and others from converting them early. Auch super gut, super wichtig. Diese Demonic Conversion gegen die Ranged Creeps ist einfach nur eine lame Mechanik gewesen. Interessant, wie sie es gelöst haben. Sie haben nicht den Spell geändert. Sie haben einfach Ranged Creeps höher gebufft, dass sie dann später erst übernommen werden können. Okay. Finde ich bisher gut, weil es genau in die Richtung geht, die mich genervt hat in der Laning Stage. Beides hier übrigens. Finde ich gut. Glyph Tower, Bonus Attack Targets increased from 4 to 5. Also nochmal einen Buff für die Glyphe. Auch ein ziemlich relevanter, dieser Splitshot auf den späteren Towern, wenn da noch eine Schusswelle mehr kommt, das ist schon mächtig. Ja. Ach nee, warte, hab mich verlesen. Das wird auch keinen Sinn machen sonst von der Schreibweise, weil das ja die Duration sonst beeinflusst. Bonus Attack Targets. Es trifft einen mehr. Der Cleave ist stärker von den Towern. Trotzdem, es ist kein so starker Buff, wie ich dachte. Er ist trotzdem stark. Weiß ich nicht. Ich finde Glyphe eh sehr mächtig momentan. Aber sie wollen eben weiter verhindern, dass dieses schnelle Midgame-Push-Line-Up durchrennt. Und das haben sie mit diesen drei Änderungen jetzt auf jeden Fall, denke ich, schon mal deutlich abgeschwächt. So, sind wir uns alle einig, oder? Gehen wir mal in die anderen Gebiete. Jetzt kommen die Gegenstände. Abyssal Blade. Ist lustig, wie manchmal Deutsch eingestreut ist. Ich könnte einmal refreshen. Vielleicht haben wir dann mehr Deutsch. So. Die Fountain, ja? Warum nicht? Man könnte natürlich Fountain Diving noch mehr verhindern. Ist eigentlich nur toxisch. Abyssal Blade. Attack Damage Bonus Increased. Also leichter Buff für Abyssal. Auch zu erwarten hat man nicht mehr so viel gesehen. Bloodpack Duration Decreased. Das ist alles bei Bloodstone? Ich meine, es ist ja nicht der große Patch. Wir dürfen jetzt leider keine allzu großen Änderungen erwarten. Sie haben einfach die Duration Decreased, damit so Helden, die Bloodstone bauen, die wenigen, die übrig sind, dadurch geschwächt werden. Also auf Fleshrack zum Beispiel war Bloodstone zu stark, aber auf anderen Helden war er fast nicht mehr gesehen, weil Bloodstone einfach sehr spezifisch ist. Sie nerfen den Bloodstone auf Razor und Lash und so. Weil die Duration, das ist schon relevant, eine Sekunde weniger zu haben, denke ich. Okay, leichter Nerf für Bloodstone, das war's. Boots of Bearing hat keine Charges mehr, kann also einfach immer aktiviert werden, denke ich mal. Divine Rapier, Total Cost Decreased. Ist billiger geworden, alles klar. Mehr Rapiers in Games, da bin ich immer ein Freund von. Health Region, Bonus Decreased. Das war leider ausstehend. Ich mag ja Mangos, aber dieses Mango-Stacking, um ganz viel Region zu generieren, war zu stark. Und ich glaube, es ist sogar richtig, 0,2 zu verringern. Ich hätte es eher persönlich vom Gefühl auf 0,5 verringert. Aber 0,4 scheint mir gut zu sein. Ich denke, jetzt läuft es darauf hinaus, dass wir Mangos eher vereinzelt im Inventar sehen. Ich glaube, das beendet tatsächlich das Stacking. Außer Raceband wird sehr genervt oder so. Und andere kleine Items. Eye of Skadi.
Cold Attack Movement Speed Slow. Ach übrigens, falls ihr selber Gedanken habt zum Patch, streut sie sehr gerne ein, ne? Falls euch noch was auffällt. Das ist natürlich hier alles sehr simpel bisher. Cold Attack Movement Speed Slow versus Ranged Heroes Increased. Okay. Verstehe den Buff auch nicht so ganz. Ich finde Skadi ist in einem guten Spot, aber der ist jetzt auch nicht so krass, der Buff. Force Death, jetzt kommt ein Nerf. Force Death Mana Cost Increased. 50 Mana mehr. Ist immer noch super stark. Aber 50 Mana sind 50 Mana. Ist schon recht teuer für die Fähigkeit. Gleipnir, jetzt kommt der nächste große Nerf. Eternal Chains Damage Decreased. Also der Active macht weniger Schaden, wenn er anfliegt. Also beim Antreffen. Eternal Chains Radius Decreased. Das ist auch nicht schlecht. Also ist auch ziemlich heftig. Weil AOE ist wichtig bei dem Gleipnir. Und es ist immer knapp gewesen. Und oft hat man mit dem Item irgendwie knapp noch ein Ziel am Rand getroffen, so, hatte ich das Gefühl. Wird man spüren, aber ich denke, es ist immer noch sehr stark. Es ist halt wirklich so ein E-Patch. Man merkt, dass es keine großen Änderungen gibt. Guardian Greaves, Aura Region Bonus, Low Health Allies decreased. Okay. Guardian Aura Armor Bonus for Low Health Allies decreased. Die Auren sind geschwächt worden. Von 18,5 auf 14,5, von 10 auf 8. Reicht es? Was glaubt ihr? Reicht es, um Greaves zu balancieren? Ich kann das sehr schwer einschätzen, gerade. Ich glaube nicht. Ich glaube, es ist nicht genug. Ich glaube, Greaves werden Meta bleiben. Ja, ja, auf Pro-Niveau. Aber auch so allgemein, auch auf höherem Pub-Niveau einfach. Meiner Einschätzung nach bleiben Greaves Meta. Jetzt wurden natürlich auch andere Sachen darum genervt, ne, was wir vorhin geguckt haben mit den Summons und so. Vielleicht ist es noch, kommt es noch damit rein. Hurricane Thrust Mana Cost Increased. Ah ja, das ist wegen dem Force Death. Also die Pike, auch für die ganzen Ranged Cores, ne, ist gut, dass die genervt wurde, weil Ranged Carries sind eh gerade sehr stark. Muerta lässt grüßen. Ich glaube, es wird auch für Pros noch sehr stark sein, aber der Patch drumherum, ne, die Helden werden ja auch geändert, andere Mechaniken mit. Maelstrom, Chain Lightning Damage Decreased. 5 weniger, das heißt auch Gleipnir macht wahrscheinlich ein bisschen weniger Chain Lightning. Ne, der bleibt gleich. Das wirst du kaum merken. Meteorhammer, Channel Time Decreased. Das ist interessant. Oh, aber warte mal. Total Time Mantle Impact Decreased auch. Ah, doch. Das ist interessant. Das heißt, du kannst es wieder queuen. Du kannst wieder mit Meteorhammer eine Stun Chain machen mit einigen Helden. Das ist eine sehr, sehr relevante Änderung für Meteorhammer. Das Item braucht den Buff. Und dieser Buff könnte tatsächlich Meteorhammer zurück ins Spiel bringen. Nyx Assassin, Meteorhammer und so ein Scheiß wieder. 2,5 Sekunden gibt es einige Disables, die das gerade so packen. 3 Sekunden fast keine. Das ist so ein Threshold, der sehr wichtig ist. Okay. Nullifier. Total Cost Decreased. Seid ihr noch da, Leute? Ich sehe gerade, der Chat schreibt nicht so viel. Ich war gerade voll im Patch, hab nicht ganz so viel gelesen. Aber wurde auch nicht viel geschrieben. Seid ihr noch da? Seid ihr noch wach? Genießt ihr noch, dass endlich ein Bodota-Patch da ist? Ist der Hype noch da? Oh ja. Dönertier, Domis, Quarks, der Hype ist noch da. Mann, ich hoffe, bei den Helden wird was Cooles passieren. Also Meteorhammer schätze ich als ziemlich relevanten Buff ein. Flagge ist oben, müde beim Zuhören. Und selbst Kubi hält noch durch. Nice, nice. Alle da, ich lese ganz viel gerade. Oh, ich bin auch fokussiert. Ich wollte nur mal kurz gucken, ob die Leute eingepennt sind. Alles klar. Wir haben das, wir haben das, wir haben das. Nullifier. Billiger geworden. Ziemlich viel billiger. Damage Bonus decreased. Was ist denn das für ein krasser Buff? Nullifier ist doch so ein sehr spezifisches Late-Game-Item, was aber auf jeden Fall gut genug ist. Vielleicht habe ich das immer falsch gesehen. Ich denke, das ist ein super Buff für das Item, weil du willst auch die Mechanik eher als den Bonusschaden. Den nimmst du mit und die 5 sind irrelevant. Ja? Aber du brauchst es halt dann einfach an einem gewissen Punkt und merkst dann so, oh, ich brauche Nullifier. Na? Und dann ist es schon sehr angenehm, 500 Gold weniger zu zahlen. 400 Gold weniger zu zahlen. Famous, du hast geschummelt, oder? Das wäre schon gesagt worden vorhin. Ja, Treant mit Hammer, oh Gott. Aber der wird bestimmt genervt, der Treant. Ah, Pete ist am Kämpfen. Radiance, Total Cost Decreased. Auch deutlich billiger geworden. 350 Gold und dafür 5 Schaden weniger. Ähnlich wie Nullifier. Es ist auch auf jeden Fall ein Buff, würde ich sagen, für Radiance. Ja, es ist garantiert ein Buff. Das früher zu haben mit dem Burn und dafür 5 Schaden weniger, das ist super. Also, ey, Radiance sehe ich wieder fast. Aha,
Es kommt ein bisschen auf an, welche Helden im Meta sind. Davon ist Radiance abhängig. Aber das kann was ausmachen. Radiance ist ein Item, was du recht früh im Spiel kaufst. Dein erstes großes auf einigen Helden. Alchemist fällt da zum Beispiel ein. Und das dann 350 Gold früher zu bekommen und direkt auch weiter zu farmen, dann mit dem Burn. Nice. Ist stark, denke ich. Mhm. Wurde auch selten gekauft. Daedalus Silver Edge hat man viel öfters gesehen. Definitiv, aber das liegt daran, meiner Meinung nach, dass Nullifier spezifischer ist. Nicht, dass es unbedingt schwächer ist. In den Situationen, wo es wirklich gebraucht wird, ist Nullifier sehr gut. Kannst ja nicht jedes Item so balancen, dass es gleich viel wie die anderen gespielt wird. Es muss ja Sonderfälle geben. Also mich überrascht, ich hätte Nullifier als gut genug eingeschätzt. Oder nur mit einem leichten Buff vielleicht. Vielleicht überschätze ich den Buff, aber ich denke, das ist für so ein Item super nice, so viel weniger zu kosten. Hier ist die Differenz nicht so hoch, aber Radiance kauft man früher als Nullifier. Das heißt, die ist vielleicht sogar noch relevanter. Also Radiance, den Buff, den sehe ich auch sehr. Und das Item braucht auch einen. Revenant's Brooch, das vergesse ich immer, dass es das gibt. Phantom Province now additionally grants 60 Attack Speed for its duration. Phantom Province Attacks are now affected by Spell Lifesteal. Das ist ja auch ein riesen Buff für das Item. Einfach 60 Attack Speed dazu, wenn man es aktiviert. In der Zeit, wo man dann auch in E-Form angreifen kann, ne? So war das doch. Revenant's Brooch kann man in Gegner ähnlich angreifen, wie Muerta das kann. Oder war es irgendwie anders? Und das synergiert sogar mit Muerta. Aber das klingt für mich auch sehr, sehr, sehr stark. Ja, so war es, ne? Koro, danke. Das klingt für mich sehr, sehr, sehr stark. 60 Attack Speed? Das ist ein Late-Game-Item und das wird im Late-Game nicht mehr so viel sein, wie es jetzt hier klingt, aber das ist schon gut. Das ist ein Hyperstone, oder? Das ist schon gut, ey. Einfach oben drauf. Keine anderen, ist nicht teurer oder so. Man sieht es aber auch kaum, insofern. Ja, das glaube ich, Hagar. Das glaube ich. Aber sie ist kein Agi-Held, ne? Also, trotzdem ist ja E-Blade zurzeit so, dass es das Primärattribut vom Helden nimmt, aber es gibt AG, glaube ich. Nur für den Nuke nimmt es das. Ja, aber ich weiß nicht, hast du mich verstanden, PTRC, oder verstehe ich deine Frage falsch? Weil ich habe ja jetzt mehrfach gesagt, dass Radiance einen guten Buff bekommen hat. Also, dass es auch wichtig war. Und Nulli habe ich ganz oft in Major und TIs gesehen. Nulli dauernd. Immer wieder im Late Game in bestimmten passenden Situationen und war solide. Es ist ein bisschen unterkauft, aber es ist halt sehr spezifisch. Hm, habe ich sehr oft gesehen. Jetzt nur nicht im letzten Major. Da war es ziemlich out. Aber das lag nicht daran, dass Nullifier per se nicht gekauft werden würde. Das lag daran, dass wir kaum ins Late Game gekommen sind in den Partien, die ich gesehen habe. Bei den anderen weiß ich jetzt nicht genau. Und dass es ist aktuell nicht ins Meta gepasst hat. Die Helden, die aufgehalten werden mussten, wurden nicht von Nullifier gekontert. Und die entkommen konnten, konnten das dann eben doch nicht, weil viele Spells sie umgebracht haben und nicht unbedingt ein Hardcarry, der nur Autotext macht und ein Ghost Scepter purgen muss. Das ist, finde ich, schon ein gutes Item gewesen. Ich glaube aber auch nicht, dass es jetzt total broken ist. Ich glaube, Nullifier wird einfach jetzt etwas öfter gekauft, das wollten sie wohl auch erreichen. Und du kannst diesen spezifischen Kauf im Late Game einfach etwas schneller umsetzen. Yo, danke, Grusel. Schön zur Nacht reingeschaltet. Bei uns ist es Nacht, in Japan wahrscheinlich nicht. Wie läuft's? Ich habe die Corgis gesehen und bin gestorben. Vor Zucker. Mhm. Ja, aber die Beträge sind ja unterschiedlich. Hier, wir gucken mal, was bei Sacred Relic jetzt passiert. Da ist es. Es ist 456, es ist 350 billiger geworden, was sich genau in Radiance übersetzt. Aber nicht genau in Nullifier. Vielleicht noch was anderes billiger geworden. Der Helm oder was das da glaubt, kostet vielleicht auch ein Recipe, ich weiß gerade nicht. Damage Bonus increased, okay. Weil ich so selten kaufe, weil Nullifier ja wirklich. Es wird ja auch nicht oft gekauft. Stimmt schon. Okay. Also Radiance gebufft, ist fine. Revenant's Brooch, interessant. Shadowblade now removes invisibility if bonus damage is applied during the Fate Time. Aha. Most notable examples are Kling's Burning Barrage, Ember Spirit, Slate of Fist. That would add bonus damage on every attack made if the ability was cast during the Fate Time. Ist es wichtig? Ist es nicht wichtig, oder? 300, 400, 500, 600, 700. Oh, 75 und 25. Ich habe hier beides als 75 gelesen. Dann ist es fast gleich. Aber es ist nicht exakt mit Sacred Relic. Ah doch, das sind 400, 500, 600, sind 350. Das sind 5, ja, ihr habt recht. Ich habe mich hier vertan. Ich dachte, das wäre die gleiche Zahl. Die 2 und die 7. Stimmt. Also es ist einfach nur Sacred Relic. Und es sind beide sind gleich viel vergünstigt worden um 350. Mhm, okay. Also, es ist auf jeden Fall ein gut gemachter Buff, weil die Sacred Relic Items sind einfach zu schwach gewesen. Sacred Relic war zu schwach. Ich finde vor allen Dingen Radiance war zu schwach. Mhm.
Solar Quest, all attributes bonus increased from 5 to 6. Brauchte das Item. Movement Speed Bonus increased from 20 to 25. Brauchte das auch. Mehr sollte es nicht sein. Ich glaube, Solar Quest ist an der Grenze und wird dann schnell wieder viel gekauft. Und jetzt der Raceband Nerf. Attack Speed Bonus decreased. Interessant, weil es immer noch so viel Rüstung gibt, ne? Ganz spannend. Könnte man immer noch gut kaufen, denke ich. Anstatt Primärattributs-Items. Aber es war wichtig, dass ein bisschen getweakt wird an dem Ding. Ich denke schon, Pete. Könnte hinkommen. Ja, ist gerade aufgewacht. Ja, kommt aber. Der große Patch kommt dann wohl noch in anderthalb Monaten, Gruselguste. Wir wurden vertröstet auf in anderthalb Monate. Nice. SF nerf, da bin ich noch nicht, Velux. Abaddon. Los geht's mit Abaddon. Base Attack Time improved. From 1.7 to 1.5. Moment. Das ist nicht spannend. Ich werde jetzt relativ schnell durch die Sachen durchgehen, die keine großen Änderungen liefern, weil die sind sowieso, wer jetzt gedacht, dann relativ langweilig. Also diese Patches, da habe ich öfters schon mal den Fehler gemacht, dass ich mir dachte, okay, ich gehe jetzt jedes einzelne Ding durch, aber das sind wirklich so kleine Änderungen, ne? Also das zum Beispiel, wow, okay. Alchemist ist durch Radiance gebufft, hat dazu einen besseren Stun und, gut, das ist sehr speziell. Der Bonus-Damage vom Scepter ist erhöht worden, wenn er die da irgendwie abgibt und so. Also Alchemist könnte aber durch den Radiance-Buff und die Combo, dass andere Elemente ja genervt wurden im Spiel und Radiance-Stärker ist tatsächlich zurückkommen. Ich glaube, Alchi sehe ich. AA, bisschen die Talente gebufft. Anti-Mage, Attack-Backswing decreased. Interessant, was heißt das genau? Halbiert worden? Wahrscheinlich die Animation, denn der macht immer so Ching, Ching, aber das ist nur ein Animationsding. Und Mana Void Mini-Stunt jetzt alles. Nicht nur die angewählte Ziel. Ist nicht schlecht, aber ist auch nicht krass. Kann mal irgendein Channeling unterbrechen, irgendein TP. Bisschen disrupten. Ja, auf jeden Fall und bunt. Du weißt Bescheid, was der Weg ist. Arcwarden, Sparkways. Aghanims, Scepter Secondary, Sparkways, Search Radius decreased. Okay, okay. Das ist sehr, sehr viel, diese Decrease, und das war auch eine lame Mechanik einfach, aber ich wundere mich, dass Arcwarden nicht woanders dafür angehoben wurde oder so. X-Bave Movement Speed increased, 5 Movement Speed mehr und mehr Counter Helix Radius. Auch nimmt man mit als X-Spieler. Besser als nix ist es auf jeden Fall. Ich spiele ihn wieder. Das reicht mir. Bane hat irgendwie eins mehr auf jeden Stat. Einen Iron Branch hat er geschenkt bekommen. Und Aghanims Shard Healing from Secondary Targets increased. Also sein Shard wurde auch noch ein bisschen gebufft. Okay. Leichte Buffs, also für ihn. Klar, sieht man ja kaum. Batrider kriegt jetzt leichte Nerfs. Sticky Napalm 5 Mana mehr pro Benutzung. Das kann man schon, das wird sich schon bemerkbar machen, glaube ich. Und Flaming Lasso, spammt man ja. Aghanims Scepter Secondary Target Range increased. Leichter Agar Buff dafür. Auch nicht, also ist immer noch natürlich krass. Beastmaster, Damage per Hit increased. Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ach, das ist diese Drum-Sache, die keiner benutzt, deshalb. Level 15 Talent. Ist ein bisschen genervt worden, irrelevant. Der wurde eher durch die allgemeinen Patches oben etwas geschwächt. Änderungen oben etwas geschwächt. Bounty, schade, dass das so ein Patch geworden ist, ne? Aber wir haben den Helden und bald kommt ja der Große. Movement, Attack, Speed, Slow, Rescaled. Ja, ist etwas besser jetzt, okay. Brewmaster, Primal Split, Fire Brewling, Armor increased, okay. Hält mehr aus, der Fire Brewling. Broodmother, Max Move Speed Bonus decreased. Jetzt kommen die dicken Nerfs für Root. Das ist ganz spannend, weil die war völlig broken. Also sie hat weniger Movement Speed in den Netzen, vor allen Dingen am Anfang. Charge Restore Time ist increased. Sie kann nicht so oft Spinner Snare benutzen. Das ist, glaube ich, die Agar-Fähigkeit, ne? Wo man diese blöden Barrikaden legt. Oder ist es der Slow von ihr? Wisst ihr das? Ja, ich weiß, Petis, ja. Ich bin ein bisschen am Hoffen. Verzeih mir, du hast ja recht. Es ist eigentlich noch eine ganze Weile hin. Ach, Espeon, ich habe den jetzt nicht so krass gesehen, den Shadowblade Nerf. Habe ich ihn falsch verstanden? Wie findet ihr den Shadowblade Nerf? Ist das Agar? Ja, okay, alles klar. Das ist natürlich auch genervt worden, auch ordentlich genervt worden. Spiderlings Lifetime decreased und Spider Rides Lifetime decreased, okay. Also die Spinnen, die großen und die kleinen, sind weniger am Leben. Die Netze sind geschwächt, das Agar ist geschwächt, zum Glück. Ich glaube, sie ist immer noch gut, aber es war wichtig und es ist auch eine ordentliche Schelle im Vergleich zu dem, was sonst so getweakt wird. Hitch a Ride wird gebufft.
Now grants Centaur Stampede Buff. Nice, das ist krass. Also increases Stampede Duration if cast during Stampede. Rather than refreshing the buff. Und weniger Cooldown. Wow. Das klingt echt interessant. Ey, Hitch a Ride is coming. Und Cent wurde ja auch schon einige Male gebannt im Major. Keine Ahnung warum so richtig, aber jetzt weiß ich's. Hitch a Ride is on. Fire. Shadowblade bleibt das, was es ist. Selten, dass ein Ember das gebaut hat. Ja, ich habe jetzt auch nicht gesehen, wie das großen Einfluss hat, die Erinnerung. Ach so, du meinst für Spiritbreaker. Es könnte sein, Pax. Da hast du recht. Ich habe nicht an Spiritbreaker gedacht. Deshalb ist gut, sowas live zu machen. Könnte gut sein. Mal sehen, was sie mit SB sonst so machen. Weil ich heute am Montag ist heute und Montag streame ich immer auf YouTube. Da aber Patch rauskommt, habe ich dann eben den Patch Talk jetzt auf YouTube, auf Twitch, sorry. Montag streame ich immer auf Twitch. Und da Patch Talk jetzt eben heute ist, weil heute der Patch rauskommt, während meiner eigentlichen Twitch-Zeit, wo ich andere Spiele als Dota spiele, habe ich gesagt, wandern wir rüber, machen hier den Warteraum. Und der restliche Dota-Content wie immer auf YouTube. Nächsten Montag 18 Uhr zu meiner Twitch-Zeit bin ich dann hier mit StarCraft 2 unterwegs. Aber Caps brauchen wir nicht. Chaos Knight, Mana Cost decreased, okay. Der Bolt ist billiger. Ist nicht so schlecht für ihn, weil er braucht. Es hat nicht so viel Mana. Aber ist auch nicht wirklich relevant. Hitch a Ride sieht cool aus. Also gerade Stampede länger halten lassen zu können damit. Das ist schon sehr, sehr heftig. Glaube ich. Sieht sehr stark aus. Skeleton Walk. Now always creates one burning army skeleton after breaking the invisibility. Aha, das ist das halbe Shard gratis von Anfang an. Ist auch ein sehr guter Value-Punkt jetzt, Skeleton Walk, am Anfang auf der Lane, was man ja manchmal nicht mehr gemacht hat. Aghanim's Shard, Bonus Skeleton sind decreased from 2 to 1. Total Count with Shard is unchanged. Ist dann das Shard nicht zu schwach? Weil die Haupt... Das war auch nicht nur geil, weil du diese zwei Skelette dann da stehen hast, sondern auch, weil du eins essen konntest einfach mit deiner Ulti. Und das kannst du jetzt auch so. Das kannst du von Anfang an. Ich denke, insgesamt macht das Klings stärker, aber er verzichtet auf sein Shard. Das sieht für mich so aus. Komische Änderungen ein bisschen. Aber er ist jetzt, denke ich, stärker. Ja, ist er, er ist auf jeden Fall stärker. Auf jeden Fall. Muss er ja schon sein, dass wenn man noch Shard kauft, weil du einen halt früher hast. Aber ich denke, man spart sich Shard jetzt sogar einfach, weil man den immer futtern kann. Normal Punch, Darkseer, Max Stun Duration decreased, dann Aghanim's. Das war auch ziemlich krass, wenn die es gekauft haben. Aber nicht wirklich relevant, der Nerf. Ist auf jeden Fall ein Buff. Selbst wenn er Shard kauft, ist es ein Buff. Ist auf jeden Fall ein Buff bei Klings. Dazzle, Level 10 Talent Damage increased. Der Core Dazzle für die Mitte. Er kommt, Leute. Seid ihr bereit für ihn? Er ist gleich bei euch. Jetzt kommt's. Death Prophet. Wie Nature's Prophet wahrscheinlich jetzt eine fette Nerfwelle. Intelligence Gain 0,3 weniger. Strength Gain 0,2 weniger. Einfach nur Stats Verlust. Okay. Schwächeres Talent. Schwächeres Talent auch hier. Obwohl 300 Leben oder besserer Siphon Damage Shield, weiß ich nicht, schwer einzuschätzen. Dafür hat sie hier die 400 Leben nicht mehr und da die 30. Okay, ist auf jeden Fall auch da ein Nerf, weil die 30 waren schon auf 15 sonst und hier kommen sie zu 20. Ja, Talente genervt, Stats Gain genervt, das war's. Ich habe sogar noch mehr erwartet. Interessant. Mal gucken, wie das dann in-game wird. Die könnte immer noch sehr, sehr krass sein. Ich weiß nicht, ob ihre Geister dazu zählen, dass sie jetzt weniger Damage gegen Gebäude machen. Gegen Katas. Können wir das nachempfinden? Kriegen wir das raus? Die Experten sind jetzt gefragt. Machen die Geister von Death Prophet gegen Katas und Gebäude 10% weniger Damage wegen dieser Änderung? Player, nee, Controlled Creeps, nee, tun sie nicht. Affects all summons like Treants, Eidolons etc. as well as Dominated Creeps, but not Creeps Heroes like Spirit Bear nor Illusions. Die wurden jetzt nicht erwähnt, die Geister, aber ich glaube nicht. Es tut ihr weh, aber sie ist halt auch ultra stark gewesen. Ultra, ultra stark. Gehörte für mich zu den Top 3, 4 Helden des Patches. Ja, der Int ist 0,3, das ist weniger als man denkt, glaube ich. Es ist nicht so viel Int, die sie verliert. Auch über viele Level gerechnet nicht. Stärke genauso wenig. Aber sie verliert halt insgesamt 0,5 Stats. Ihrer beiden wichtigsten Stats-Punkte. Pro Level. Das läppert sich dann vielleicht schon ein wenig. Ein Buffet war irgendwie lustig, Kim. Dragon Knight. Paar Buffs, hoffe ich. Cooldown decreased, ja. 5 Sekunden weniger Cooldown auf Dragonform. Ist nicht viel, aber es ist für so eine Ulti schon ganz gut.
Weil du, die läuft ja eine Weile und wenn die ausläuft, hast du dann echt wenig Cooldown danach. Aghanim Scepter no longer reduces Cooldown by 5 seconds. Aghanim Scepter. Das wusste ich gar nicht, dass es das macht. Ich keine Ahnung gehabt. Ist natürlich ein Buff, ein kleiner aber nur. Und der Fireball ist billiger. Shard ist gut auf Dragon Knight, aber es ist nicht viel, was er bekommen hat. Draw Ranger, Frost Arrows, Aghanim's Shard, Region Reduction per Stack decreased. Endlich wurde das Shard genervt. Dieses Shard von Draw war so krank. Jetzt ist es nicht mehr ganz so krank, aber immer noch gut. Auf jeden Fall immer noch gut. Now only grants, also die Ulti, allied ranged heroes half of the bonus agility. Das ist für gewisse Drafts natürlich relevant, für andere nicht. Aber diese heftigen Draw-Range-Kombinations-Lineups mit Morphling zum Beispiel fallen dann wohl, naja, sind dann auf jeden Fall geschwächt. Trotzdem ist es halt, es ist auch nicht so viel, wie jetzt alles in dem Patch natürlich. Es sind wirklich kleine Nerfs und Buffs. Weiter geht's. Elder Titan, Echo Stomp, Wake-Up Damage Threshold Increased. Ja, ist gut für ihn. Aber ist nicht wirklich krass. Astral Spirit Damage per Hero increased. Okay, kleine Dinger. Die sind vorsichtig mit dem, weil der mit Agar und so durchaus reinballern kann. Und der auch ganz schnell mal dann sich broken anfühlt. Den haben wir sogar, glaube ich, am Anfang vom Major noch gesehen. Bin mir gerade nicht mehr sicher, oder ob es die DPC war eher. Ja, oh, für ihre Illus. Du hast recht, ja, an die habe ich nicht gedacht. Ah, nee, aber es geht nicht um die Illus, oder? Allied Ranged Heroes. Nee, ich denke, Domi, Manta ist davon nicht betroffen. Nee. Ich glaube, die Ulti geht eh nicht auf Manta, Illus und so Kram. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, ich spiele den nicht so oft. Nee, da geht's wirklich nur um andere Helden. Ember Spirit. Ist ja schon vom Shadowblade hart genervt worden. Level 10 Talent, Damage Decreased, okay. Level 20 Talent, State of Fist Hero, Damage Decreased, okay. Alles klar, warum? Warum wurde Ember jetzt genervt? Warum die hätte man doch genauso lassen können einfach, oder? Der ist nicht schwach, aber er ist auch nicht mega krass. Naja, leichte Nerfs für ihn auf jeden Fall. Nee, denke nicht, dass es genervt ist, Velox. Ancient Twist, Cooldown rescaled from bla 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 to bla bla bla. Also mehr Cooldown auf Enchant erstmal und dann am Ende deutlich weniger. Hero Move Slow rescaled. Auch erstmal schwächer und am Ende ein bisschen besser. Duration rescaled auf 5 Sekunden immer. Ja, ich weiß gar nicht, was es insgesamt bedeutet. Der Slow ist halt super krass jetzt im Early Game, ne? 5 Sekunden lang 55%, anstatt 3,75 Sekunden lang 30%. Ein extrem. Ah, nee, Quatsch, falsch rum. Nee, ist doch nicht so. Er hat jetzt 30% und dafür länger. Nee, dann ist eigentlich okay. Ich glaube, es macht gar nicht so viel. Ist halt ein bisschen anders von den Stats jetzt, ein bisschen hin und her geschoben. Ich glaube, es hält sich ungefähr die Waage. Little Friends, Cast Range increased. 750 anstatt 600. Das wird halt nie gekauft oder gemacht. Ja. Kann ich nichts zu sagen. Ench ist langweilig. Ich finde das jetzt auch. Also, ich weiß nicht, was sie mit dem Enchant bezwecken wollen. Habt ihr da eine Idee, was sie mit Enchant bezwecken wollen? Also mit den Änderungen? Am Anfang weniger Creep-Übernahme, aber das ist auch nicht wirklich relevant. Ab Level 2 ist der Cooldown wieder praktisch gleich. Beim Slow länger, weniger Slowen, anstatt kürzer, mehr Slowen. Das wird aber ungefähr aufs Gleiche rauskommen am Ende. Und sich auch ungefähr gleich anfühlen vom Disable her. Ja, nee, das wird nicht da. Also die Manta-Illus sind davon nicht betroffen. Also Allied Range Heroes glaube ich zumindest nicht. Glaube ich zumindest nicht, dass es ihr Manta nerft. Ich glaube, da geht es wirklich nur um Morphling und andere neben ihr. Ist schon spät, Domi. Das ist schnell verziehen, das Deutsch. Grimstroke. Also, ihr hattet, glaube ich, keine Idee zu Ench, ne? Aber es ist ja auch leidig. Also, who cares? Inkswell, Damage per Second increased. Da ist es. Grimstroke wird gebufft. Ganz toll. 25, 35 zu 40, 45 zu 55, 55 zu 70. Ja, ist doch okay. Und Soulbind ist der Cooldown geringer. Das ist schon ganz nice auf den ersten Leveln, weil Grim ist natürlich als Support lange niedrig gelevelt und dann 70 anstatt 90 und 60 anstatt 70, erst 20 und dann 10 Sekunden. Das ist tatsächlich richtig gut. Also ich denke, Grimstalk ist schon noch einer, ist ja ein leichter Patch, ne, der hier ziemlich gut weggekommen ist. Hoodwink, Akenshot, Bonus Damage increased, macht jetzt mehr Damage. Die Core Hoodwink, da freuen wir uns alle drauf, ist aber auch nicht wirklich viel. Inner Fire, Disarm Duration increased, sehr nervig, ugh. Bisschen toxisch, aber zum Glück auch nur geringe Werterhöhungen, sehr geringe. Und Lifebreak Cooldown ist irgendwie auch noch mit dem Talent jetzt eine Sekunde schneller wieder da. Das ist der Spell. Jakiro,
Ice Pass Duration increased. Oha, das ist krass, tatsächlich. 0,3 Sekunden. Dann 0,6 Sekunden. Alter, sogar noch mehr. 0,8 Sekunden. Eine Sekunde am Ende. Irgendwie so, also es steigert sich und am Ende hast du eine Sekunde länger. Nicht der Max, also nicht die Stun Duration wohlgemerkt, ne? Sonst wäre es komplett imba, der Buff, glaube ich. Nicht die Stun Duration, aber die Duration, in der der Ice Path da liegt, ist eine Sekunde länger da. Es ist schon nicht schlecht. Ist schon nicht schlecht. Aber es ist jetzt auch nicht ultra krass. Macropyre now applies its damage immediately upon casting. Auch nicht schlecht, tatsächlich. Bricht sofort Dagger ab und so einen ganzen Kram und macht natürlich dann auch schneller seinen Schaden. Ne, du machst ja oft mit Takiro irgendwie was und merkst dann Macropyre dahin und hoffst, die Gegner bleiben eine Weile drin. Und aktiv nehmen sie jetzt nur so Schaden, als hätten sie 0,5 Sekunden länger im Macropyre verbracht. Das wird sich schon ganz gut spielen, die Kombination. Enscheuer, oh mein Gott, Fehlers. Ja, das glaube ich, Velox. Alle wollen Muerta spielen. Juggernaut. Base Damage Increase. Das kommt ihm sehr zugute. Das braucht er, aber es ist nicht so viel mehr. Naja, so ungefähr 2 oder sowas. Ist schon nicht schlecht. Blade Fury, Aghanim's Shard, Attack Rate Increased. Ist auch nicht schlecht. Gerade das Shard ist eigentlich sehr stark schon, finde ich. Wurde es davor genervt vielleicht? Wurde das Shard genervt, Leute? Weil Shard ist doch eigentlich sehr gut auf Jugger gewesen. Auch wenn der Held nicht aktuell ist, war doch gerade das Shard gut auf ihm. Maelstrom ist leicht genervt worden, das sollte aber nicht allzu viel kosten. Es war nur 5 Schaden auf dem Magic Damage. Und Critical Damage wurde auch nochmal um 10% angehoben. Also mehr Auto-Attack Damage, stärkeres Shard, ein Nerf, Aghanim's Shard, Attack Rate. Oh, du hast recht, danke. Hast du recht. Ihr merkt, ich bin müde, ich will schnell durch. Du hast recht. Es ist ein Nerf, deshalb hat es mich auch gewundert, das erklärt es. Also sie buffen ihn, abgesehen vom Shard, weil das Shard war die eine zu starke Komponente vom Jugger, er selber ist aber nicht so gut. Trotzdem in Kombination vielleicht nicht genug, um ihn dann reinzubringen ins Spiel. Immerhin noch hier Radius von Blade Fury wieder auf 100 anstatt 75, ich meine, das war schon mal so. Also Buff, 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 Nerf. Okay, Keeper. Will-O-Wisp Attacks to Kill increased. Och nee, ey. Och, Will-O-Wisp ist eh schon so anstrengend. Kann man jetzt noch schwieriger removen. Ghost Ship, Damage Delayed, Increased. Das wundert mich sehr. Sie haben nur gebufft, dass der Rumbuff, der verzögerte Schaden, höher ist. Und sonst nix. Ich hätte wirklich gedacht, dass Kunkka deutlich mehr Stärke gebraucht hätte als das. Das finde ich ziemlich enttäuschend. Auf keinen Fall, Koro. Leshrac, Pulse Nova, Damage Decreased. 90, 140, 190 zu 80, 135, 180. Darauf erstmal die Katze erschrecken. Ist das genug? Pulse Nova ist schon einer seiner großen Spells, aber das sieht nicht genug aus. Leshrac sieht super krass immer noch aus. Der hat auch nicht so sehr unter dem gelitten, was am Anfang bei den Mechanikänderungen stattfand. Der kann immer noch machen, was er will. Also Pulse Nova war davor insane vom Damage, aber und ist ein sehr elementarer Spell für ihn, aber ich glaube, das reicht nicht bei Lesh. Stimmt, der Bloodstone. Der Bloodstone noch eine Sekunde weniger. Auch so komisch, dass sie Bloodstone so sehr, dass sie ihn ein wenig nerven, obwohl er halt in ganz gewissen Helden nur den Nerf braucht. Aber bei Leshrac, das ist einer der wenigen, die den brauchen. Also Bloodstone genervt und Pulse Nova genervt. Okay, ja, die Kombination könnte gerade so reichen. Es ist ja wirklich ein Slight Balance Patch, ne? Nur ganz wenige kleine Änderungen. Und es ist gut, es ist auf jeden Fall gut für das, was in nächster Zeit in Utah passieren wird. Zum Glück kommt noch ein großer Patch. Ist natürlich irgendwo eine große Enttäuschung auch hier, keine Frage. Aber immerhin greifen natürlich die an, die zu stark sind und buffen die, die zu schwach sind. Wenn auch manchmal vielleicht nicht genug. Intelligence Gain von Lich ist erhöht worden, 0,2. Die Lich-Fan-Gemeinde, gibt es Lich-Fans? Ich glaube nicht. Also ein bisschen Int bekommen, Cast Time Improved, ist auch nicht so schlecht, muss natürlich auch die schnell machen, die Spells und so, will mal schnell wegrennen, der Feigling. Du meinst Kubi? Oder Quinn, du meinst Quinn. Cast Range rescaled, erst ein bisschen weniger, dann aber mehr, das ist auch eher gut. Lich geht's also ganz okay. Jetzt Lina, die Allround-Schelle oder was, der große Lina-Held. Dragonslave, Cooldown Increased. Mehr Cooldown, müsst dran denken, Fire Resoul Stacks leiden darunter, wenn du mehr Cooldown hast. Light Strike Away, Mana-Kosten erhöht. Auch nicht so krass viel, aber sie wurden erhöht. Fire Resoul Attack Speed Bonus per Stack decreased und auch gar nicht so wenig. Move Speed Bonus per Stack auch noch decreased und auch immerhin
um 0,5% pro Ding. Das ist schon wirklich ein ganz schöner Hit. Da haben sie zugeschlagen im Vergleich zu dem, was sie mit den meisten anderen Helden hier machen. Lich-Fan bei Pico. Warte mal, Pico? Du hast nur @Pico geschrieben. Pico ist vielleicht noch da, der hat, glaube ich, schon ewig nichts geschrieben. Lich-Fan bei Skybreak. Also ich sehe Pico nicht. Mhm. Level 15 Talent ist auch noch um 100 Leben verringert worden. Und 20er Talent Fiery Soul Speed per Stack ist auch nochmal decreased worden von 15.1 auf 10.1. Also das ist schon sehr ordentlich. Lina ist schon richtig genervt worden. Mal sehen, was jetzt in-game passiert. Ob sie trotzdem noch sehr viel gespielt wird oder nicht. Meltzum ist leicht schwächer. Pike ist schwächer. Mhm. Also schon, also Lina hat schon von allen Seiten eine reinbekommen. Line, Base Armor increased by 1. Ha, da ist das Meme. Base Agility decreased. Okay. Okay. Wahrscheinlich wegen der Armor oder so. Komisch. Es ist wahrscheinlich wirklich das Meme hier einfach vom Patch. Cooldown decreased 160, 140 zu 140, 90, 40. Weniger am Anfang, dadurch kann er mehr Stacks sammeln. Ja, nice. Gerade diese 20 Sekunden, das ist schon, das liest sich nicht so spektakulär, aber es ist ziemlich gut für ihn, denke ich. Der Cooldown. Die Cooldown-Verringerung war 160, ist sehr, sehr viel. Lucent Beam, Aghanim's Shard Duration Increased. Übrigens, Leute, immer noch 77 Leute, obwohl die Änderungen klein sind und wir um 1 Uhr nachts haben. Also Respekt an euch. Die Fahne ist noch oben. Die Fahne ist noch oben im Chat. Ihr haltet durch. Wir haben es auch bald. Ich bin recht schnell. Bald habt ihr es geschafft. Wer doch gelacht. Lucent Beam, Aghanim's Shard Duration Increased. Mhm. Okay. Verstehe ich nicht so ganz. Aghanim's Shard macht doch, dass du Lucent Beam einfach auf den Boden setzen kannst und deine Glefe kommt, oder? Oder ist Aghanim's Shard ein anderes gerade? Ich habe ein falsches im Kopf. Helft mir. Ja, ja, kommt noch, Dönertier. Alles gut. Helft mir beim Lucent Beam. Ich gucke so lange Medusa an. Base Damage increased von Medusa. Von der Mystic Snake. Die ist eh schon so nervig. Okay. Aber sie braucht Buffs. Level 15 Talent Mystic Snake. Cooldown Reduction increased. 2 zu 3 Sekunden. Okay. Ja, ist nicht schlecht. Ist nicht schlecht. Gerade in Kombination mit dem Buff hier. Also die Snake ist krass. Da kann man ja auch mit Agar und Shard zusammen einiges machen. Weiß nicht, ob es für Medusa reicht. Sie passt halt einfach in andere Metas. Das kommt darauf an, wie das Meta dann aussieht. Wie Late Game fokussiert das ist. Ist ein anderes. Was macht denn das Shard, Koro? Weißt du das? Von der Luna. Mirana, Leap, Aghanim's Shard, Damage increased. 150 zu 170. Aghanim's Shard, Wave, Distance increased. 600 to 800. Ah, diese Shard-Sache. Aghanim's Shard, Wave Distance. Ah, ja, ja. Also, sie haben das Shard gebufft, weil das hat echt keinen Arsch gekauft. Und sonst natürlich nichts, weil Mirana ist ja schon auch, hat so eine gewisse Beliebtheit als 4 bei Pros. Ich finde sie einen Tick zu schwach. Ich finde sie jetzt auch immer noch einen Tick zu schwach. Monkey King, Base Agility increased by 1. Okay. Max Channel Time decreased. Das ist gar nicht so, es ist so gering. Es macht nichts. Monkey King wurde praktisch nicht verändert. Erklär mal, Dönertier. Kriegst du einen Lieb mehr? Ach so, bei dem Shard. Ja, ja. Ich meinte aber das Luna Shard. Ich brauche jemanden, der mir das Luna Shard erklärt. Danke, Koro. Luna bekommt 15 Sekunden bis 17 Angriffsschaden, immer wenn ein Lucent Beam trifft. Ah, das hatte ich gar nicht auf dem Schirm, dass es das gibt. Also das wurde halt gebufft, weil es keinen Arsch macht. Okay, das ist natürlich jetzt als Carry relevanter, ein bisschen mehr Value dafür. Hm. Ja, mal sehen. Jetzt natürlich alle direkt Dönertier. Naga, Ensnare, Cast Range Decreased. Die ist eher stark zurzeit. Cast Range Decreased, also weniger Reichweite fürs Netz, ist schon mal unangenehm für sie tatsächlich. Das sind auch ein paar Zahlen, also so ein bisschen kürzer ist das schon. Aghanim Scepter Cast Range dafür in 1,5 mal zu 1,6 mal. Trotzdem auf jeden Fall ein Nerf für Ensnare. Song of the Siren, Cooldown increased. Gerade weil übrigens Agar auch eher ein Late-Game-Item für sie ist. Cooldown increased from 160, 120, 80 to 180, 130, 80. Das ist auch relevant. 20 Sekunden weniger, mehr Cooldown, dann noch 10 Sekunden. Lion nur umgedreht hier. Das ist schon hart. Und dann Pulse Speed vom Agar gebufft worden. Insgesamt genervt worden, aber nur Song of the Siren wurde wirklich genervt und ein bisschen halt Ensnare-Kram wird sie verkraften können. Mm. Luna Main bei Velox. Agility Decreased, jetzt kommt Prophet, auch einer der stärksten Patch-Helden, also des letzten Patches, der stärksten Helden. Weniger Agi, 2 am Anfang und dann 0,2 Gain weniger. Int, 0,2 Gain weniger, das ist nicht so viel. Das ist nicht so viel. Race of Nature, Base Damage decreased, 115, 115, 185, 105, 145, 185.
Ja, okay, ich glaube, der ist immer noch mega stark. Ah ja, und das ist ganz wichtig gewesen, dieses, dass es nicht mehr Spell Immunity pierced, der Leash vom Sprout, das war so krank. Also das ist sehr, 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 sehr relevant und das andere sind so, ja, für diesen Patch mittlere Nerfs. Necrophos, Mana Cost Decreased, also ein bisschen billiger Death Pulse, das ist natürlich angenehm für ihn, das spammt er ziemlich. Ogre Magi, Ignite, Slowed jetzt mehr und Fire Shield hat auch mehr Schutz und dabei ist sein Schad eh schon gut von Fire Shield. Also gar nicht schlecht für Ogre. Omni-Knight, mehr Aura auf Deegan Aura, der Hammer der Gerechtigkeit kehrt zurück, das war gelogen, es bringt gar nichts. Oracle, Fortune's End, Projectile Speed increased, okay, Radius increased, okay, fühle ich auch nicht Oracle, obwohl das jetzt schneller ankommt und mehr trifft. Ah ja, stimmt, nur natürlich auch vom Lane-Push her sehr genervt, Natures. Also das ist schon appropriat, was sie den großen Helden hier antun, des letzten Patches. Odie, Sanity's Eclipse now deals double damage to illusions. Achso, ich dachte schon, ey. Okay, ja, da kann man noch nehmen. Ist natürlich ein geiler Konter gegen die ganzen Summon-Helden. War er auch schon davor ein bisschen, jetzt noch mehr. Und ich meine die ganzen, ja doch, sowas wie Naga halt, ne, die Illu-Helden. Pengolier. Damage decreased von Shield Crash, finde ich super, auch wenn es nur am Anfang ein bisschen ist. Schwächt seine Laning Stage, auch in der Mitte. Roll Up no longer applies a basic Dispel up and cast. Ist auch gut. Ich weiß nicht, ob es reicht, ey. Ich glaube, Pengolier, schade, weil Pengolier nervt langsam. Der ist immer im Meta, habe ich das Gefühl. Und der bleibt damit auch im Meta. Also, naja, immerhin ein bisschen was. Phantom Assassin, Stifling Dagger, Base Damage increased. Mhm, gut zum Lasteten von Creeps. Bisschen bessere Rest in der Lane. Blur, Dispel, Radius decreased. Ist auch ziemlich gut, tatsächlich. 400 ist nicht viel. Kann man echt nicht schnell, also Blur zu brechen mit einem Ranged-Helden ist schon jetzt kompliziert, sagen wir es mal so. Also das könnte man unterschätzen. Es kann sein, dass es gar nicht so schlecht ist hier, dieser Blur-Kram. Aber ja, die erwarteten Buffs für PA. Keine allzu großen, aber nimmt man auf jeden Fall mit. Waning Rift von Puck, Damage Decreased. Also auch das schwächer, nicht viel schwächer. Puck, bin ich mir jetzt schon sicher, wird in dem Patch sehr gut sein. Mir fallen gerade keine Sachen ein, außer diese eine Bloodstone-Nerf. Aber Bloodstone sieht man, hat man einmal im Major auf Puck gesehen, es war aber nicht gut. Also ich denke, der Patch, der Puck, dem wird's gut gehen. Jetzt kommen wir zu Patch. Rod, Aghanim Scepter, Bonus Damage per Second decreased. Schade. Ich fand's eigentlich geil, dass es ihn zu einem Core gemacht hat, einem richtigen. Hätte man vielleicht woanders ansetzen können. Ich fand auch Patch war fein. Upsa. Ich fand auch Patch war völlig okay. Persönlich. Vielleicht ein Tick zu stark, weil es halt Patch ist und wenn der Gute spielen ihn alle, dann nervt es. Aber diese Änderung ist natürlich auch nicht hoch. 5 Schaden. Pugna, Life Drain, Aghanim's Shard Refracted, Drain Percentage increased. Ja. Muss man, ist auch nicht wirklich wichtig. Und Quap kriegt 2 Schaden. Das ist nicht viel, aber ich nehme es gerne mit, weil ich mag Quap. Immerhin ist ein Attribut, was sie gerne hat für ihre Laning Stage am Anfang, vor allem mit dem Last Hitting und so. 2 Schaden sind 2 Schaden. Die Auto-Attack auch das ganze Spiel über viel. Eher ja, Velox. Es könnte wieder etwas länger werden. So sieht es bisher auf jeden Fall aus. Ja, Glyphe stärker, CDs der Helden manchmal am Anfang etwas länger. Vor allem aber, was viel mehr ausmachen wird, ist der Fortify-Buff und der Nerf für die Creeps bezüglich ihres Schadens gegen Gebäude. Das wären so die Hauptfaktoren. Und natürlich, dass auch wieder jetzt wahrscheinlich Helden aktueller werden, ein bisschen besser werden, die nicht so pushy sind und nicht so viele Summons machen. Aghanim's Shard Forked Lightning now has a 1-second internal cooldown. Ja, das heißt, du kannst nicht die ganze Zeit das procken. Und das ist schon schmerzhaft. Gerade mit dem Bloodstone-Bild zusammen funktioniert das jetzt nicht mehr so gut. Ricky's Deeping Dart, endlich mal ein Nerf dafür. 600 anstatt 1000 Cast Range. Oh, das ist ein Riesending. Und mehr Cooldown. Das hier, jetzt die Frage an euch. Jetzt bin ich mal gespannt. Alle, die noch gerade wach sind, schaltet mal kurz rein, guckt hier rauf, lest es durch und sagt mir, ist Ricky Support weg oder wird es ihn weiterhin geben? Es könnte reichen, dass er nicht mehr viel als Support gesehen wird. Es könnte reichen. Weil es ist super relevant, dass es so viel Reichweite hat für ihn. Ich glaube nämlich auch. Ich glaube auch, Leute. Ich glaube auch, er ist weg. Kubi ist sich sicher. Und der Rest auch. Ja. Ja, der Bloodstone-Nerf kommt noch dazu bei Razer, klar.
Also Bloodstorm bei Razer ist jetzt sehr geschwächt. Razer an sich aber finde ich immer noch sehr stark. Auch mit BKB einfach am Anfang und allem. Egal. Rikis Support könnte weg sein, ne? Und interessant daran ist, dass sie die Core-Rikki-Rolle nicht buffen. Und dadurch wird streng genommen auch der Core-Rikki sogar noch etwas genervt, weil selbst ein Core-Rikki kauft ja irgendwann einen Sleeping Dart ganz gerne. Habe ich zumindest auch immer gemacht. Also das finde ich etwas schade. Ich spiele nämlich sehr gerne Rikki. Dass sie nur das nerven und nichts anderes ändern. Ich finde es ja okay, dass sie sagen, Rikki Support gefällt uns nicht, obwohl ich es immer mag, wenn Helden in unterschiedlichen Rollen funktionieren. Sagen sie, okay, wir wollen Rikki Support schwächen und ihn vielleicht auch gar nicht mehr haben. Aber da hätte ich mir dann gewünscht, dass sie was rein dem Carry Rikki hilft, so leicht buffen. Egal, ich weiß, ihr mögt alle Rikki nicht und er ist eh stark genug, das weiß ich alles. Schade. Oh, Kubi, das war gar nicht so gemeint, tut mir leid. Ich bin nur müde. Ich meine, wo ist das jetzt besser als andere Stunts oder so? Ja, du hast recht, Domi. Man hat im Major ja gesehen, im Finale, dass die 1000 manchmal nicht einmal gereicht hat, außer im Highground. Ja, es war extrem wichtig, die Range. Ich glaube, es ist eine der größten Änderungen bisher von diesen ganzen Balance-Tweaks hier. Die anderen Sachen kann er noch, Domi, aber ich glaube, es reicht nicht mehr für den Support, Rikki. Ich bin mir auch nicht so ganz sicher, ich glaube, es reicht nicht mehr. Vielleicht, Koro, vielleicht. Ich mag den auch sehr gerne. Ich finde Rikki auch cool. Rubik, Telekinesis, Aghanim's Shard no longer provides reduced cooldown when used on self-allies. Ah, ich wusste gar nicht, dass es sogar noch den Cooldown verringert. Aber gut, dass sie es weggemacht haben, weil das ist sowieso super stark, das Shard auf ihm. Level 10 Talent, Telekinesis Landing Damage decreased, ist auch okay. Ja. War nötig, aber reicht. Ja, ist okay. Ich finde auch Rubik ist gut und ein toller Held und ist okay, wenn er halbwegs okay stark bleibt. Der war ja jetzt auch nicht die absolute Creme de la Creme, wurde viel gepickt, aber auch nicht so viel gewonnen und später erst in der zweiten Pickphase im Major gewesen. Mhm. Ja, nur Kuriere snipen. Sand King, Epicenter, Attack Speed Slow Increased, finde ich gut. Movement Speed Slow Increased finde ich noch besser. Das finde ich auch wichtiger hier. Also sein Epicenter ist stärker. Sein Burrow Strike nochmal 0,2 Sekunden mehr Duration, wenn man das Talent nimmt hier. Und Caustic Finale Damage Increased ist auch noch nicht schlecht auf 15. Also, ey, geil, weil ich spiele Sand King ganz gerne auf der Offlane. Ich hoffe, es reicht. Ich bin mir nicht sicher. Gerade weil andere Offlane jetzt genervt wurden, könnte ich es mal wieder probieren, ihn zu spielen. Vielleicht klappt's ja. Epic Center. Shadow Shaman. Serpent Ward Cool Gold Bounty Decreased. Also sie geben weniger Gold, ist ein Buff. Aber kein großer. Aether Shock Max Distance Increased. Fühlt sich jetzt halt nicht mehr ganz so schlecht an, ne? Wenn man die irgendwo stehen lassen hat, falsch platziert oder auch einfach so. Dann holt sich jemand die genüsslich. Aber er kriegt ja immer noch gut Gold. Max Distance Increased. Das ist gar nicht mal so schlecht, ey. Weil Aether Shock ist voll oft so, dass es das Ziel, was man noch will, gerade so nicht mehr erreicht, habe ich das Gefühl. Ob das für Shaman reicht? Vielleicht, ehrlich gesagt. Vielleicht. Muss jetzt nochmal gucken, sind seine Serpent Wards betroffen? Von dem Kram? Ich denke ja, weil er kann die steuern. Ist nicht so ganz klar, aber ich könnte mir vorstellen, das wäre ja ein riesen Nerf für Shadow Shaman, oder? Dass seine Ulti nicht mehr so viel Schaden gegen Gebäude macht. Aber, ich bin mir nicht sicher. Es sind halt so Effects All Summons. Das müsste sein. Also das ist schon hart, weil Shaman ist nicht so stark momentan. Und ich glaube, der Nerf ist härter als die Buffs, die er bekommen hat. Sorry, Gobi, da muss ich enttäuschen. Shaman ist Gobi gerne mal mit einem Shaman unterwegs. Also außer das gilt jetzt nicht für seine Ulti. Ja, Divine ist gebufft. Ich denke auch, Velox, ja. Silencer, Arcane Curse, Cooldown Increased. Ich mag Silence nicht, der nervt mich. Ich find's gut, dass er weiter genervt wird. Und seine Talente sind auch geschwächt worden. Slada, Corrosive Face, Cast Range Increased. Das ist ziemlich gut. Das ist wirklich ganz gut. Weil du hast gerade im Early Game oder im Mid Game manchmal Range-Probleme damit. Und ist ähnlich wie Track super angenehm, das einfach bequem applizieren zu können. Das wird Slada helfen. Auch wenn es nur eine Änderung ist. Und jetzt Slark. Cooldown Increased von Pounce. Das tut ihm sehr weh. Das tut ihm richtig weh. Das sind 2 Sekunden pro Level und das ist hart. Das sind harte 2 Sekunden, Leute. Das ist ein ziemlicher Nerf hier. Aghanim Scepter Distance Decreased. Ist auch natürlich ein Nerf, offensichtlich. Agar bleibt stark, kann ich schon mal prophezeien. Aber der Cooldown.
Der trifft ihn da, wo es wehtut. Es lag immer noch spielbar, wie hier jeder hält. Das sind ja alles nur Tweaks. Snapfire, Aghanim's Shard Damage from Mortimer Kisses Impact decreased by 50%. Wichtig, das Shard war zu stark. Storm's Word Base Attack Time Improved. Etwas besser am Angreifen, jetzt okay. Bisschen mehr HP auf der TA. Tree Volley Throw Interval Increased, also langsamer. Max Channel Time Increased. Ja, ist etwas langsamer, ist etwas schwächer Tree Volley, aber minimal schwächer. Tree and Protector. Jetzt kommen Nerfs. Bonus Armor Decreased. Oh, super. Zwei weniger auf jedem Level. Und, wow. Ah ne, nicht die Living Armor. Nature's Guise. Gibt keine Heal Region Amp mehr. Ja, weniger als ich dachte. Gibt's was anderes, was ihn noch geschwächt hat in dem Patch? Mir fällt gerade nichts ein. Tusk. Ice Shards. Cast Range Decreased. 1,8 zu 1,4. Das ist super für alle, die nicht Tusk sind. Das war nämlich sehr viel Range und das ist jetzt deutlich weniger. Walrus Punch Quit. Ist auch noch reduziert worden. Zumindest am Anfang, auf dem ersten Level, da war es auch sehr, sehr stark. Ab 2 nimmt es sich dann fast die Waage, auf Level 3 ist dann gleich. Ja, Tusk wurde auch ganz klar genervt, was die Core-Tusk-Rolle vor allem angeht. Aber auch allgemein. Stimmt, Meteor ist besser auf Tweant noch dazu. Also er wurde nicht weiter genervt von anderem, aber Meteor wurde verbessert. Naja, Tweant sehen wir noch weiterhin sehr viel, denke ich. Nerf mit Slug und der Buff bei Luna. Ja, jetzt ist sie da. Natürlich. Undying Decay. Steel Duration Increased. Das ist Decreased. Oh, ich dachte schon. Ich wollte mich schon ärgern. Das ist gut fürs Spiel. Es musste genervt werden. Soul Rip teurer. Und das ist auch noch genervt worden. Das Talent. Also Undying. Laning Stage schwächer. Warlock Chaotic Offering. Golem Damage ist stärker. Also der Golem ist heftiger. Aghanim's Scepter Golem Damage ist auch nochmal krasser. Aghanim's Scepter Second Golem Delay Increased. Das ist schlechter. Ah, nee, vielleicht auch nicht. Ich glaube, der Stun geht so 0,5 Sekunden. Das könnte sogar richtig gut sein. Also, Golems sind krasser. Chaotic Offering ist richtig gebufft worden. Und auch noch das Talent für Fatal Bonds hier, was auch damit synergiert. Also, Warlock, eine ganze Ecke stärker, würde ich sagen. Sieht nice aus. Windranger, Power Shot, Travel Range Increased. Oh, mehr, oh, da muss ich mich erstmal dran gewöhnen. 3000 jetzt. Da werde ich oft bestimmt mal gesniped, wenn ich denke, ich bin out of range. Und das ist auch krass. 5% weniger Damage Reduction auf Focus Fire von Anfang an. Und sie hat dann noch ein Talent, die glaube ich, wegnimmt. Also die Windranger finde ich geil, weil ich spiele den Held gerne und sie war lange eher schwach. Die könnte jetzt, ja, wieder gespielt werden von mir. Och Mann, verklickt. Mit der Wyvern. Ja, die wird gut jetzt, die Windranger. Ich glaube, die Windranger könnte was leisten. Winter Wyvern now applies a Dispel to the target. Interessant. Mal gucken, wie sich das auswirkt. Und Witch Doctor, der letzte. Voodoo Restoration. Heal Damage Increased. 10, 20, 30, 40 zu 10, 22, 34, 46. Einfach mehr Heilung auf Voodoo Restoration. Frohlocket, ihr Supports da draußen, die lieber die klassischen Supports mögen, denn die wurden hier gerade alle leicht gebufft, habe ich das Gefühl. Oder die meisten zumindest. Noch ein kleiner Talent-Buff. Die Bugs, die hier aufgelistet werden, das finde ich schön. Da haben sie so ein bisschen aufgeräumt einfach, haben Bugs gefixt. Und ich freue mich darauf, den ganz großen Patch dann nächstes Mal zu bekommen. Ich bin sehr gespannt auf Muerta. Ich werde ein Gameplay mit Muerta probieren. Ich kann es euch nicht versprechen, dass ich es schaffe, aber ich werde alles geben, ein Muerta-Gameplay rauszuhauen. Ich denke, diesen Patch-Talk kriegt ihr auf YouTube. Spätestens morgen Nachmittag, aber eher früher sogar. Ich hoffe, da freut ihr euch drauf, die gerade zugesehen haben, mit denen ich rede. Das bringt natürlich gar nichts. Bleibt auf jeden Fall noch kurz da. Ihr könnt, wenn ich raiden sollte, noch Kanalpunkte verdienen. Können wir gleich mal schauen. Und alle, die jetzt noch da sind, ich muss einmal klatschen. Schreibt in den Chat D1 und ihr seid auf ewig verewigt. Ihr seid die, die durchgehalten haben. Wer jetzt D1 schreibt, den sieht man auch noch auf YouTube. Denn das ist hier der große Patch-Abschied. Und da, diese Leute sind nachts unter der Woche um 1.30 Uhr noch dabei gewesen und haben gesagt, Henry, ich lasse dich nicht alleine. Deshalb möchte ich Ihnen noch einmal ganz kurz Plattform da unten geben. Sehr, sehr cool von euch. Auch schön, dass ein bisschen Input kam, Sachen, die ich übersehen habe, nochmal rausgeholt wurden und so. Ich glaube, wir haben einen ganz guten Überblick bekommen. Es waren natürlich kleine Änderungen, aber Dota wird sich ein wenig anders anfühlen. Wir haben einen neuen Helden und meine Augen sind echt gerichtet auf den Patch, der für mich dann zeigen wird, ob Valve noch Dota möchte oder nicht. Und der dann eben Ende April kommt.